Hallo und herzlich willkommen heute hier zu unserer Talkrunde. Heute wollen wir über unsere Lieblingsspiele reden, unsere persönlichen Lieblingsspiele. Haben wir uns gerade zu entschlossen. Auch wenn der Benni sich schon Notizen für ganz andere Dinge getan hat, aber... Machst du nix. Ja, selber schuld. Hättest mal aufgepasst. Genau. Und dann wollen wir euch heute vielleicht mal ein paar Spiele vorstellen, wo wir persönlich sagen, da können wir überhaupt nicht mehr aufhören, das zu spielen. Da haben wir schon Stunden rein investiert und das wird uns bis an unser Lebensende begleiten. Da fange ich doch gleich mal bei dir an. Jakob, sag doch mal, was ist denn dein persönliches absolutes Lieblingsspiel, was du niemals aufhören kannst zu spielen? Ich weiß nicht, ob es das so wirklich gibt. Es gibt so ein paar Spiele, wo ich wirklich sage, die kann ich Stunde für Stunde für Stunde spielen und habe ich schon saulange gespielt. Darunter zählen mitunter das Spiel, das kennt wahrscheinlich keiner hier, Minecraft. Oh, nee, also, noch nie von gehört. Nee. Das kann ich auch wirklich stundenlang spielen, aber dann auch wirklich nur einen Tag lang, stundenlang und dann brauche ich auch erstmal wieder eine Pause. Aber so ein Spiel, was vielleicht nicht jeder kennt, ist Kerbal Space Program. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was gehört habt. Ja, im Grunde dreht sich das Spiel darum, dass man Raketen baut, in den Weltraum fliegen kann und das ja ziemlich Sandbox-like aufgebaut ist. Also man hat die einzelnen Teile für die Rakete, muss sich wirklich von Grund auf alles überlegen. Auch sehr physikalisch überlegen, wie komme ich jetzt am besten zum Mars hin, ohne sehr viel Sprit zu verbrauchen. Und sehr mathematisch teilweise auch das Spiel, aber macht auch sehr, sehr viel Spaß. Okay, ich merke schon, der Spaß, der kommt so ein bisschen aber da zu knobeln und zu tüfteln. Ja, mitunter auf jeden Fall auch. Ist es denn so, dass du da quasi auch wirklich die Sandbox-Möglichkeit hast? Oder ist es ein Szenario, was du immer wieder durchspielen musst? Oder kennt man ja vielleicht, dass man manchmal irgendwie die Szenarien immer wieder von vorne durchspielt, obwohl man die schon 100-mal gespielt hat und sie inzwischen schon auf Anhieb schafft? Ja, das ist so und so. Also es gibt natürlich den Karrieremodus, wo man dann halt erst ein bestimmtes Budget hat, sich hocharbeiten muss und dann bestimmte Aufgaben erfüllen muss, wie zum Beispiel teste die Rakete, teste das Modul, rette irgendeinen Astronauten, der mal wieder im Weltraum rumfliegt, weil er zu döspaddelig war, seine Rakete zu steuern. Das gibt's natürlich auch, aber man kann sich auch komplett nur auf den Sandbox-Modus beschränken. Da hat man dann alles freigeschaltet und kann wirklich in einem schon relativ großen Universum, da gibt es auch eine riesige Modder-Szene, wo man sich Planeten reinmodden kann, bis zum geht nicht mehr. Und man hat, glaube ich, irgendwie 30, 40 Planeten, die man alle komplett frei, wo man komplett frei drauf landen kann, mit kompletter Umgebung. Die sind dann halt alle ein bisschen trist, aber man kann theoretisch einmal komplett auch um die Erde rumlaufen. Dauert dann halt auch nur so seine 3 Monate oder so. Okay. Hört sich nach Spaß an. Ja, es ist sehr viel Spaß. Okay, also das scheint schon eher was für die Leute zu sein, die halt wirklich auch sehr, sehr gerne sehr, sehr viel Zeit in nichts tun stecken. Also man kann auch vorspulen. Also, Es gibt schon, okay, es gibt eine Fast-Forward-Funktion. Ja, ja, okay. Ja, natürlich. Aber man kann das auch in Realtime spielen, also du kannst auch die 3-Jahre-Mission zum Mars in Realtime fliegen. Ich weiß nur nicht, ob du das unbedingt willst. Oh ja, ich habe immer die Frage gestellt, gibt es Leute, die FIFA wirklich in Echtzeit gespielt haben? Es gab zumindest die Möglichkeit, dass du 45 Minuten wirklich eine Halbzeit gespielt hast. Ja. Weiß nicht. Und wie viele Tore gab es dann am Ende? Also zum Mond ist noch machbar. Also zum Mond kommt man in einer guten halben Stunde. In Realtime komplett. Ja, das ist aber nicht sehr realistisch. Du brauchst nur eine Rakete, die schnell genug ist. Also okay. Wie realistisch die Physik ist, das ist ein anderes Problem. Versuchen wir uns mal nicht damit aufzuhalten. Oliver, ja. Womit hast du denn viele, viele Zeit vor dem Bildschirm verbracht? Fable. Also dieses Spiel, wo der kleine Junge in dem Dörfchen ist und dann, ich fange mal mit der Story an. Also es gibt so einen Jungen, der ist im Dorf und seine Schwester hat Geburtstag und er soll ein Geschenk besorgen. Und das ist halt der Anfang des Spiels und das packt einen direkt, der Vater stellt sich vor und so. Und diese Story ist einfach, also nicht viel spoilern, aber am Anfang stirbt der Vater, das merkt man in den 10 Minuten, in der ersten Minuten. Und jetzt bin ich gespoilert. Spiel ist aus 2004. Nee. Also 2004 wirklich, nee, darf es spoilern. Also egal, es ist nichts passiert. Auf jeden Fall, man kann Missionen annehmen, irgendwann kommt man zu so einer Gilde oder so einem Lehrer, der dich dann aufbaut und du kannst Magie benutzen, Schwerter, Bogen. Ein richtiges RPG halt. Wir haben ja auch letztes Mal drüber schon mehrere Leute drüber gesprochen. Und da gab es auch
schon wirklich so Sammeldinger, so Kisten, die man ausgraben kann und finden muss und man kann da angeln und Sammeltrieb frisst natürlich immer viel Zeit. Ja, aber es war nicht so ein nerviger Sammeltrieb wie bei Batman, so diese Riddler-Trophäen, die halt das überall, sowas das war Sack viel zu viel Scheiß, ne? Das war viel zu viel, mega übertrieben, aber da gab's 50 Kisten und die haben einen dann wirklich belohnt, also da gab's eine super starke Axt oder so, da habe ich wirklich meine Freunde, also ich hatte einen Freund, der hat das auch dann gespielt, dann haben wir uns wirklich ausgeschossen, wie ist er an diese Waffe gekommen, die so ultra gut ist für die Zeit, ja. Und das, ich weiß nicht, wie viele Stunden, also manche Leute haben bei Skyrim jetzt 1000 Stunden, also das ist es jetzt nicht, aber früher als kleines Kind, wenn man aus der Schule rauskam und dann, boah, jetzt, Mom, ich muss 3 Stunden Fable spielen, ich muss da unbedingt weiterkommen, damit ich meinem Freund erzählen kann, das und das passiert. Das war Fable, ja. Super Kindheitserinnerung. Also looten und leveln vom Feinsten. Unbedingt. Ja, geil. Benny, kommen wir auch nochmal zu dir. Ja, genau. Vielleicht hast du dir inzwischen auch schon mal überlegt, was du schon sehr gerne sehr viel gespielt hast. Ja, genau. Habe ich tatsächlich. Und zwar ist meine ungeschlagene Nummer 1 League of Legends. Tatsächlich, so ist es. Ich stehe dazu. Ja. ansonsten würde ich sagen, sind standardmäßig Skyrim und Minecraft auf jeden Fall noch mit die beiden anderen Besetzer der Top 3. Und aus meiner Kindheit, ich habe damals auf der PS2 extrem viel GTA San Andreas gespielt. Also wirklich bis zum Umfallen so. Jetzt muss ich muss mich mal eben kurz outen, ich habe dieses Spiel nie bis zum Ende durchgespielt, weil es mir einfach zu lang war. Ja. Ganz, nee, wer hat die Story gespielt, wirklich? Also irgendwann kam so eine Mission, wo du irgendwas klauen musst oder so, die war komplett bescheuert. Da musst du irgendwie schleichen oder so, warum auch immer. Du hast doch wirklich nur Cheats eingegeben und dann bist du mit den Autos rumgeflogen, oder? Im Prinzip hat das den Hauptanteil ausgemacht. Ja, es war halt so, mit einem Kollegen zusammensetzen, ne? Vielleicht wissen es einige nicht, aber es gibt tatsächlich einen Multiplayer-Modus auf der PS2 schon. Und für San Andreas? Ja, und der ist aber hidden und total bescheuert. Es gibt übrigens auch schon einen bei GTA 2, der ist geil. Ja. Andere Geschichte. Also, ich darf kurz anmerken, die Charaktere, die man wählen kann als zweiter Spieler, sind wirklich total aus der Luft gegriffen, irgendwas möglichst hässlich. Es ist also jetzt nicht irgendwie, also du spielst jetzt nicht niemand aus der Story, nicht Big Smoke oder sonst irgendwie so. Kannst du sogar einen Polizisten spielen, glaube ich? Das, ich meine nicht, sonst würde ich mich, glaube ich, dran erinnern. Ich weiß auf jeden Fall, dass man irgendeine im kürzen Bikini spielen kann. ja, es ist auf jeden Fall ziemlich bescheuert. Kommst du als erstes auf Polizisten? GTA San Andreas, sehr geiles Spiel, ja, kann ich nur jedem empfehlen. Also die Grafiken lassen heutzutage natürlich, denkt man sich schon so ein bisschen, aber HD-Mod. Es ist halt einfach geil, ja, es ist einfach geil. Ja, ich glaube, in GTA scheinen wir alle vier hier sehr, sehr viele Stunden verschwendet zu haben. Ja, dann komme ich mal zuletzt noch zu mir. Woran habe ich die meiste Spielzeit gesteckt? Es gibt 2 Spielereien, die wirklich unglaublich, unglaublich viel Zeit in meinem Leben gefressen haben. Und ich rede jetzt wirklich von mehreren tausend Stunden. Und dann fange ich mal mit dem ersten an, das erste Civilization. Da bin ich, glaube ich, damals mit dem zweiten oder mit dem dritten Teil irgendwie sowas eingestiegen. Mein Vater hat mir das damals noch ganz erklärt. Da war ich ein kleines Piefkin. Ja, und im Laufe der Zeit hat mich dieses Spiel dann einfach irgendwie nie losgelassen. Und inzwischen bin ich mal auch imstande, eine Runde zu gewinnen. Was das ganze Spiel natürlich nochmal ein bisschen mehr Motivation gibt. Es war auch echt geil. Wir haben manchmal irgendwie so sonntags dann so zusammengesessen und dann, es gibt halt eine Hotseat-Funktion bei dem Spiel, dass du dann eben halt wirklich die Tastatur nach und nach weiterreichst. Und dann saßen wir halt da und haben halt, so wie andere Familien da irgendwie Spieletag machen, haben wir Civilization gegeneinander gespielt. Wie andere Familien? Ja, andere Familien spielen Monopoly oder sowas, weiß ich nicht. Und wir saßen da und haben Civilization gespielt. War geil. Die zweite Spielreihe, in der ich mehr als viel Zeit reingesteckt habe, ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, ich habe mir vor, ich glaube, einem guten halben Jahr das Spiel nochmal bei Steam erworben und habe da jetzt schon mehr als 80 Spielstunden wieder reingesteckt. Das ist Rollercoaster Tycoon 3. Jetzt lacht ihr und schaut mich so an, wie kann man da rein so viel Spielzeit verschwenden? Ich weiß es wirklich nicht. Es ist immer wieder dasselbe, es verändert sich absolut gar nichts. Ich habe die Kampagne wahrscheinlich 200 Mal in meinem Leben durchgespielt. Ist fuck egal, sobald ich die zu Ende habe, denke ich mir direkt immer wieder, da kannst du eigentlich wieder beim ersten Level anfangen, ne? Es gab eine Story. Ja, aber das heißt Story, es ist halt Karrieremodus, ne? Also. Aber Rollercoaster Tycoon 3 war wirklich auch so eins der Spiele, mit denen ich angefangen habe zu zocken. Also, es war so Need for Speed Most Wanted, kann ich mich noch erinnern. Davor waren halt groß Flash-Games mit irgendwelchen Freunden, irgendwie Tanks oder wie auch immer die Dinge hießen. Und dann kam relativ früh auch schon für mich Rollercoaster Tycoon. Also, ich weiß gar nicht, das erste, das habe ich damals
von der Computerbild Spiele gehabt. Das ist eine, also es gibt natürlich auch noch die PC Games und die GameStar und die ganzen anderen Spielemagazine. Aber nee, es war eine Computerbild Spiele. Wann war das? 2001, 2002, 2003, irgendwie sowas um den Dreh. Und da war eben halt der erste Teil drauf. Und ich weiß noch, ich habe das Spiel eingelegt, habe die erste halbe Stunde gespielt und habe nichts verstanden. Gar nichts. Ich habe nicht verstanden, warum fährt meine Achterbahn nicht hoch, bis ich dann irgendwann mal dahinter gestiegen bin, dass sie vielleicht auch sowas wie einen Kettenlift brauchen. Also, dass die Dinger vielleicht auch irgendwie Antrieb brauchen und nicht einfach von sich aus fahren. Und ja, so im Laufe der Zeit hat sich das dann immer mehr zu einer Obsession schon entwickelt mit diesem Spiel. Ich habe dann ein gutes Jahr später den zweiten Teil, der damals auch schon vollkommen veraltet war, geschenkt bekommen, inklusive allen Add-ons. Und das war dann, glaube ich, wirklich für ein Jahr lang so, habe ich nichts anderes gespielt, gar nichts. Und dann ein Jahr später, Weihnachten, habe ich dann auch endlich Rollercoaster Tycoon 3 bekommen. Damals sogar nur noch mit einer Erweiterung, weil es gab nur eine zu dem Zeitpunkt. Die zweite, die kam erst relativ spät raus. Es gab ja einmal diese Wassererweiterung und dann gab es ja noch die mit dem Zoo. Die mit dem Zoo ist übrigens Mist. ja, und seitdem, Rollercoaster Tycoon, es geht ab. Da spricht der Rollercoaster Main. Ja, da kann ich euch noch Stunden drüber erzählen, aber da können wir vielleicht mal einen eigenen Talk. Special Episode Rollercoaster Tycoon. Simon erzählt euch über Rollercoaster Tycoon. Kommt ja jetzt auch hier der neueste Teil raus. Ist schon. Ja. Was verändert sich überhaupt? Ist schon, also Moment, der ist schon länger draußen, Rollercoaster Tycoon 4. Das dürft ihr nicht in die Hand nehmen. Das kostet auch momentan nur noch 10 Euro. Okay, also nicht. Es kostete schon 10 Euro, als es rauskam, so ungefähr. Also ich nehme das aber nicht als nächsten Teil an. Nee. Das eigentliche Entwicklerteam müsste, glaube ich, abgesprungen sein. Ja, genau, und macht jetzt Planet Coaster. Genau das. Und das ist. Das ist die echte Weiterentwicklung. Ich spreche jetzt über Rollercoaster die ganze Zeit. Ja. Ich wollte echt noch was zu Fable sagen. Um einen harten Cut zu machen, warum nicht? Ich muss drüber reden, es ist so toll. Also, ja, bitte, lass es raus. Ich habe mir wirklich heute zur Vorbereitung noch mal den Soundtrack angehört und es war direkt wieder drin. Also ich dachte, ich bin wieder ein Albion, ja. Ich bin der kleine Junge, der da, seine Familie ist tot und er muss sich wirklich verteidigen Spoiler. Gegen die. Nein, das ist kein Spoiler. Das ist wirklich das erste Level. Also es ist kein Spoiler. Das wird einem direkt am Anfang gesagt. Es ist kein Spoiler. Trotzdem. Nein. Und ja, ist jetzt schon am Anfang der Folge gespoilert. Ja. Also von daher ist es auch egal. Ist auch egal. Also Leute, wer kein Fable gespielt hat, traurig, aber spielt es nach. Nein, es ist super. Man hat auch sogar, wenn man irgendwelche großen, man hatte Bossgegner, also so, nicht so wie bei Dark Souls, also die waren schon etwas einfacher, aber man musste sich wirklich überlegen, wie schlägt man die? Nimmt man Feuerbälle, nimmt man sein Schwert oder was auch immer. Und man konnte die sammeln, so häuten, so, und dann hatte man so eine Bienenmaske und die konnte man sich dann ausziehen und alle in dem Dorf, alle im Dorf wussten dann, du hast diese Biene getötet und die Menschen gerettet und es. Dieses Gefühl von Ehre und Ruhm. Super toll. Alles klar, da scheint jemand. Fable-Fanatiker. Ja, und die Teile danach habe ich echt vergessen. Sind anscheinend auch schlecht. Also, ich habe so 5 Minuten gespielt, ich fand die kacke. Das mag echt schon was heißen, wenn man was nur 5 Minuten spielt, wo man vom Teil davor so ein krasser Fan war. Ja, es war irgendwie so ein großer Break von der Grafik her. Also früher hatte man so einen Charme, so einen Oldie-Charme oder so, also meiner Meinung nach. Und jetzt sind die so wie Cartoon gezeichnet, so schlecht gezeichnet, wie die neuen Biene Mayas oder so, diese, die auf einmal so komisch aussehen, so glatt gestreichelt. Ja, also Weltraum. Nee, ich habe sogar noch was zu Fable zu sagen. Aber ich habe gehört, dass es jetzt eigentlich mittlerweile ziemlich schwer sein soll, Fable wirklich in seiner kompletten Form zu spielen, weil das war doch ein Games for Windows Live, oder nicht, Titel? Weil die ganzen Server doch jetzt mittlerweile down sind. Und genau, es gab das erste Fable, das war für die Xbox wirklich, und dann gab es Fable The Lost Chapters, also das ist dann für PC rausgekommen, und es gab andere Skills, ja. Warum auch? Es gab 2 andere Skills und es war eine komplett andere Version vom Spiel, aber ja, also Fable kann man auf jeden Fall noch auf allen Xbox spielen, das eine, und dann gab es noch 4 andere Teile, Legends 2, 3, 4, aber ja, ich habe auch davon gehört, dass es eins gibt, was man nicht mehr spielen kann, ja. Sehr traurig. Sehr traurig. Die guten Spiele. Die guten alten. Benny, du bist die ganze Zeit so still. Ja, was soll ich sagen, ne, ja. LOL. Soll ich erzählen, ne? Für nee, die. Ja, was? Wenn du jetzt anfängst, über LOL abzunören, dann verstehe ich nichts. Aber, raus. Aber vielleicht kannst du ja mal. Du hast ja jetzt vor allem Online-Spiele genannt mit LOL und Minecraft. Was hast du denn offline wirklich
vielleicht zwei oder dreimal auch durchgespielt und jetzt war nicht Skyrim an. Ja. Außer Skyrim. Außer Skyrim. Ich habe, ja, wie gesagt, GTA San Andreas damals extrem viel. Ne? Ansonsten wäre das Einzige, was mir jetzt einfällt, noch Trackmania. Oh, Trackmania, Alter. Trackmania. Ich glaube, jeder hier hält sich für den Trackmania-Profi. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall Zeit für ein Beef. Ja, ich wollte gerade sagen, hat es Zeit für ein Turnier. Unbedingt, gerne von mir aus. Ja, ansonsten würde mir so gar nichts einfallen. Wobei, was mir eben noch in den Sinn gekommen ist, was auf jeden Fall auch noch in meine Top-Spiele gehört, sind Diablo 3. Was ich auch hart abgefeiert habe, das ist auch eins der Spiele, was ich auf Xbox 360 viel offline gespielt habe auch. Und Garry's Mod, was mich auch damals ziemlich gepackt hat, so als TTT groß wurde, habe ich auch mit einem Kollegen dann damals auf einer Mini-LAN-Party so, ich bin umgezogen nach Münster und habe dann eben meinen besten Kollegen in Paderborn öfter mal besucht, so für eine Woche oder zwei. Und dann wird durchgängig Garry's Mod gesuchtet. Kannst du vielleicht kannst du vielleicht den Leuten erklären, was TTT ist? Ach so, ja, Trouble in Terrorist Town ist das. Es ist eben eine Mod für Garry's Mod. Mod. Also Garry's Mod vielleicht generell dazu gesagt, ist so eine Art Baukasten, mit dem ihr euch eigene Spiele in der Source Engine zusammen erdenken könnt. Source Engine? Ja. Man darf sich vorstellen, es gibt eine beliebig große Lobby mit, nehmen wir jetzt mal als Beispiel, 16 Leuten drin. Und dann werden zum Anbeginn der Runde, sagen wir mal, 5 oder 6 Leute ernannt, die eben die Terrorists sind. Und die Bösen. Ja, die Bad Guys und die anderen umlegen müssen. Und die sogenannten Innocents, die Unschuldigen, müssen herausfinden, wer eben diese Terroristen sind und die dann wiederum ausschalten. Und ist wirklich ein lustiges Spiel, besonders mit dem Sprachchat, der da viel benutzt wird. Es ist ein drunter und drüber und hat definitiv Potenzial, sowohl zwischendurch immer mal wieder gespielt zu werden, als auch aber, so wie wir es damals getan haben, am Stück einfach 7 Tage lang durchgängig. Durchgehend eine Lobby? Ohne Schlaf? Nein, selbstverständlich nicht, aber ich glaube, die Server schützen auch mal ab. Vielleicht haben sie ja ihren eigenen gehostet. Nee. So. Nee, aber ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr stark chaotisch, dieses Spiel, weil niemand weiß, wer hier auf wen, wann, wie schießt und am Ende sind alle tot. Ja. Dann kommen die Leute, die auch noch innocent sind und schießen die eigenen Leute ab. Ja, also das ist recht verrückt. Drunter und drüber, durch und durch. Wir sind ja gerade bei Lieblingsspielen und ich hätte mal eine Frage an euch. Und zwar, habt ihr vielleicht ein Spiel, was wirklich jeder, aber wirklich jeder hasst, aber was ihr liebt? Oh ja. Was jeder hasst, aber wir lieben. Oder wo euch viele Leute schon gesagt haben, was für ein beschissenes Spiel. Und ihr denkt euch heimlich, ja, okay, da rein habe ich schon 40, 60 Stunden investiert. Du hast gerade oh ja gesagt. Das klingt so. Also nee, ich kenne ein Spiel, was ich hasse, aber andere, also alle an diesem Tisch wissen, welches Spiel ich meine. Ja. Aber nee, das kommt später, das erläutere ich dann wann anders nochmal. Oh, schade. Dann müsste ich meine Steam-Bibliothek durchgucken, um herauszufinden, welches Spiel das wirklich ist, was eigentlich. Ich kann mich erinnern, es gibt Spiele, wo ich wirklich gesagt habe, boah, das ist richtig geil, und dann alle um mich rum so, Alter, wie kannst du nur? Aber mir fällt. Auf Anhieb gar nicht. Oh, so. Ich glaube, es fällt mir eins ein. Es ist wirklich. Es ist eigentlich ein Jump'n'Run, wie so mit so einem Blöcken. Also es gibt ja dieses Impossible Game, wo das richtig schwer ist. Aber es ist ja möglich. Und ich hatte das Spiel in ganz schlecht für 50 Cent oder so gekauft auf Steam. Und es hatte eine schlechte Steuerung, ne? Aber es hat mich so gefuchst, dass ich das nicht geschafft hatte. Ich wollte es unbedingt schaffen, dass ich das wirklich durchgespielt habe mit allen Achievements und alle Leute denken so, wie konntest du da wirklich 2, 3, 4, 5 Stunden reinstecken? Und ich dachte mir so, nee Leute, das Gefühl, was ihr am Schluss dieses Spiel hattet, es ist unbezahlbar. Also wirklich, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, es ist auch irgendwo vergraben im Steam bei mir, aber es war eine schöne Zeit für mich. Ich glaube, es hat sogar eine Maus gekostet bei mir, aber ich hab's durch. Ich habe früher mal, falls ihr dieses Spiel überhaupt noch kennt, sehr, sehr viel Zeit in Star Wars Podracing verschwendet. Was in der Retrospektive wirklich ein furchtbar, furchtbar schlechtes Spiel ist. Das ist ein einzelnes Spiel? Ich kenne das nur aus Podracing aus dem Star Wars Lego. Nee. Das, Star Wars Podracing, das ist Star Wars Episode 1 Racer heißt das Spiel. Es ist schon ein bisschen älter. Das war wirklich saumäßig kacke.
Aber es hat sau viel Spaß gemacht und hat mich, glaube ich, ja, so ein bisschen großgezogen. Und hey, heute trage ich einen Star Wars Pullover. kennt jemand von euch Simpsons Hit and Run? Ja, boah, das, das ist auch. Ist das dieses Simpsons Taxi-Spiel oder was anderes? Ja, das ist. Wahrscheinlich meinst du das. Yeah. Es ist GTA in der Simpsons-Welt. Das ist voll nett gemeint. Das macht doch saumäßig viel Spaß, meiner Meinung nach. Aber jeder hat gesagt, das Spiel ist scheiße. So, ich kenne niemanden, der gesagt hat, das ist ein gutes Spiel. Aber irgendwie haben es trotzdem alle gespielt und auch. Oder von allen Spielen redest. Crazy Taxi, kennt ihr das? Oh, Crazy Taxi. Oh, crazy. Da bist du diese Taxifahrer. Hab ich schon gesehen, aber. Ich weiß, dass man verschiedene Fahrer auswählen konnte und das war. Also ich weiß nicht von der Grafik her, wenn ich mir das heute angucken würde, würde ich wahrscheinlich einmal gucken, ob der Bildschirm noch funktioniert oder so. Ist das nicht aus Dreamcast-Zeiten, wenn ich mich nicht irre? Ja, ich weiß nicht, ich habe es früher auf PC gespielt. Auf jeden Fall ein altes Sega-Spiel. Und super. Also die Stimmen, es war anscheinend richtig schlecht lustig, aber lustig für einen Fünfjährigen. Und du warst einfach ein Taxifahrer. So. Es gibt eine Handy-Version davon. Lasst euch nicht davon blenden, die hat nichts mit dem Spiel zu tun. Ich will es euch nur gesagt haben. Die ist instabil und ja, Finger weg davon. Wir machen mehr Spiele schlecht als gut, glaube ich. Ja, ich glaube, das ist dann auch der Zeitpunkt, wo wir vielleicht mal langsam drüber nachdenken sollten, ob wir hier die richtigen sind. So eine Top-3-Liste wäre gar nicht schlecht, oder? Von jedem einmal. Oder dann macht nicht die Lieblingsspiele, sondern überlegt doch vielleicht mal, wo ihr die meiste Zeit reingesteckt habt. Oh Gott, meine Top 3 wäre wahrscheinlich Platz 1 wahrscheinlich ungefochten Minecraft. Wie viele Stunden? Leider countet er nicht mit, aber das müssen mehrere tausend Stunden mittlerweile sein. Weil ich relativ früh irgendwie in der Alpha-Zeit schon angefangen habe und das waren sehr viele Stunden. Danach kommt wahrscheinlich entweder direkt Kerbal Space Program oder The Witcher 3. Da habe ich auch Stund um Stund rein investiert in dieses Spiel. Geniales Spiel für jeden. Unbedingt spielen. Und dann kommt, glaube ich, sogar schon Rollercoaster Tycoon 3. Da habe ich auch Stund um Stund rein investiert. So. Fertig? Ja. Okay. Platz 1, wer jetzt erraten, Fable. Sogar, ich würde sagen, so Fable Lost Chapters, weil es gab zwei Spells, die waren komplett OP. Aber mir hat es trotzdem Spaß gemacht mit OP-Spells. Platz 2. Ja, Platz 2, Crazy Taxi, würde ich dann auch sagen. Also ich kann mich halt dran erinnern. Star Wars Battlefront 2. Auf jeden Fall Star Wars Battlefront 2. Ich habe die Kampagne wirklich durchgespielt. Also wenn ich nicht weiterkam, habe ich wirklich meinen Bruder gefragt, ob der mich den ein Level weiterbringt, damit ich dann wieder weiterspielen kann oder so. Kampagne? Ich kann mich überhaupt nicht an die Kampagne erinnern. Du konntest sogar zwischendurch irgendwie Jedi spielen oder sogar einen Sith Lord. Ich weiß es nicht mehr, aber super gut. Und Platz 3, wo es mir gerade einfällt, Sacred. Kennt ihr das noch? Vom deutschen Entwicklerstudio, so eine Art Diablo mit Open World. Ah, ja, 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 doch, da klingelt's bei mir. Ich hab mir erstmal vom Freund ausgeliehen, ich glaube, das war so Sacred 1 oder 2, ich glaube sogar das zweite. Das war eher so meine Generation. Und ich sag so, ich hab's mir ausgeliehen und so, ich spiel's eine Woche und gib's dir dann wieder. Es kam nie wieder bei meinem Freund an. Ich hab das, es war eine Riesenwelt und ich hab's, ich glaube nicht, dass man es durchspielen kann, aber ich glaube, einen Monat Zeit, also nicht Spielzeit, sondern einen Monat habe ich da wirklich reingesteckt. Achso, ja gut, dann brechen wir die Reihe. Ich denke, bei mir ist unangefochtene Nummer 1 League of Legends tatsächlich. Mit, ich tippe mal, ca. 2000 Spielstunden. Ich spreche von denen, wo ich ungefähr einschätzen kann. Also es gibt auch welche, wo ich gar nicht mehr weiß. Aber ich denke mal, Platz 2 wird Skyrim mit 1000 und ein paar zerquetschten ausmachen. Und Drittplatzierung würde ich schon sagen, ist ein Unentschieden zwischen Minecraft und Garry's Mod bei mir. Ja. Diablo? Ja, Diablo ist, glaube ich, nicht die Ecke. Das ging schneller, als ich dachte. Oder ich habe es einfach nicht mehr so in Erinnerung, dass es so lange gedauert hat. Aber das wäre Platz 4, würde ich sagen. Alles klar. Sorry, wollte ich. Ja, doch, ich muss dich jetzt einfach mal unterbrechen. Ja, ist okay. Wir haben doch keine Zeit. was bei mir ist auf Platz 1 ganz, ganz wirklich komplett ohne Frage, ist Civilization 4, weil das ist wie schon gesagt, ich spiele es heute noch jeden Tag. Wirklich jeden Tag. Auch während der Arbeit. Auch während der Arbeit. Und Platz 2, ja, wie schon gesagt, Rollercoaster Tycoon
nehme die ganze Reihe, das ist wahrscheinlich der dritte Teil, an dem ich die meiste Zeit verschwendet habe, damit es halt heute auch noch so spielen kann. Wenn ihr den ersten und den zweiten nochmal einschmeißt, seid wirklich auf heftige Dinge gefasst. So isometrische Perspektive ist heute nicht mehr so geil. Und auf Platz 3 würde ich jetzt mal ein bisschen moderner sagen, ist ein Binding of Isaac. Weil, ja, also Rebirth dann, sehr, sehr viel Zeit rein verschwendet, weil ich super schlecht in dem Spiel bin. Ich glaube, ich habe aus keine Ahnung wie viele Spielstunden vielleicht 2 Runs gewonnen. Also, wenn ihr mich mal wirklich verlieren sehen wollt, dann spielt mit mir The Binding of Isaac. So, habt ihr noch was zu sagen? Ich freue mich, da drüber geredet zu haben. Das Kindheitsgefühl kommt wieder hoch. Ich möchte wieder Fable, ich möchte wieder Fable spielen. Ja, du spielst heute Abend Fable, ne? Ich spiele auf jeden Fall heute Abend Fable. Ich glaube, ich fange wieder mit Kerbal Space Program an. Habe ich lange Zeit nicht mehr angepackt. Es wird keiner morgen zur Arbeit kommen. Ja, ich muss sagen, ich habe heute den No Man's Sky-Verfechter hier vermisst. Es gibt ja doch noch welche. Wirklich? Ja, tatsächlich, ich kenne welche, ja. Wie auch immer das jetzt zum Thema passt, aber... Naja, spielst du No Man's Sky? Nein, würde ich niemals anpacken, aber es hat mir einfach gefehlt, ja, das ist mir eben im Kopf geblieben. Deshalb musste ich das jetzt nochmal sagen, das wäre mir persönlich wichtig. Alles klar. Ich glaube, da reden wir dann einfach noch ein anderes Mal drüber, wenn wir den No Man's Sky-Verfechter gefunden haben. Vielleicht findet sich einer in den Kommentaren. Ja, also wenn ihr No Man's Sky mögt, kommt gerne vorbei, wir diskutieren mit euch und sagen euch, warum ihr falsch liegt. Genau, das war's dann für heute. Hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich würde sagen, dann sehen wir uns nächste Woche wieder bei einem neuen Talk. Yeah. Ah, warte mal, ich bin momentan jetzt noch gar nicht drin.